Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Beyond the Steel Sky begrüßen zu dürfen. So, wir sind unterwegs zu diesem Rudolf? Keine Ahnung, wie er heißt. Dieser andere Typ da, unser Nachbar quasi, oder Grahams Nachbar quasi, der könnte uns vielleicht zu dieser Ambitionsgala irgendwie reinbringen, weil da sollen wir ja jemanden treffen. Aber was ich mich jetzt noch gefragt habe, ich bin jetzt nochmal in der Pause nochmal durch unser Inventar gegangen, so geschaut, was wir jetzt so alles haben. Unter anderem Fias Bengals-Dosen. aber wir haben auch dieses Bild, Grahams Foto. Und in der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass, wie heißt's, Songbird eine ziemliche Verachtung hat und auch nichts mit diesen vermissten Kindern glaubt, dass da was ist. Und was passiert denn, wenn man Grahams Foto, das ja Graham gemacht hat, ja zeigen? Ich glaube, das haben wir ja noch nicht gezeigt, oder? bleib mal da. Kann man es dir das Foto zeigen? Das lag draußen. Ja, Tatsache. Ich glaube, Graham hat es versteckt. Eins seiner albernen Fotos, hä? Nicht albern. Das war ein Stalker. Ein was? Sind das Kinder? Ja, aus dem Gap entführte. Wie Milo, der Junge, den ich suche. Ich glaube, Graham ist darin verwickelt. Mein Graham? Im Ernst? Ich glaube, ja. Sieh mal einer an. Darum wurde er wohl getötet. Sieht so aus. So ein Dummkopf. Musste sich immer einmischen. Unrecht verhindern. Songbirds Verachtung gegenüber Graham schien zu schwinden. Behalte du es. Ich brauche es nicht. Sorry. Okay, also das war... Hat uns zwar nichts gebracht, aber es war doch relativ wichtig. Also, ja. Ich dachte, es hätten wir sogar schon gezeigt gehabt, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich habe es nur allen gezeigt. Oder ich habe es, glaube ich, niemandem gezeigt. Naja, egal. Kann man das Bild auch dir zeigen? Nee, dir kann man gar nichts zeigen. Hast du kurz Zeit? Verzeihung, falls mein schwatzhaftes Grübeln gestört hat. Hallo? Guten Abend, Master Grundy. Sie gehen zur Arbeit? Was? Oh, ja. Die Reinigung beaufsichtigt sich nicht selbst. Gehst du zur Ambitionsgala? Bitte? Ich bin die Hauptattraktion. Wie meinst du das? Meine Wenigkeit wird vor der Crème de la Crème Union Cities auftreten. Mit was denn? Druidendichtung, Sir. Oh Mann. Hast du als Ehrengast Tickets für die Ambitionsgala heute Abend übrig? Ja. Mir wurden einige Zugangspässe für Freunde für die Gala zur Verfügung gestellt. Kriege ich einen? Betrachtet der Herr uns... Als Freunde? Ja, natürlich. Eben noch hat der Herr sich nicht meines Namens erinnert. Ja, aber... Trotz der 322 Begegnungen, die wir hatten, seit wir Nachbarn sind. Ich sehe ein, dass das schmerzt. Also, bei diesem Gedichtvortrag. Worum geht's da? Ah, ich wurde eingeladen, heute Abend auf der Gala ein lustiges Gedicht aus eigener Feder vorzutragen. Du, ein Droide, wurdest beauftragt, ein Gedicht zu schreiben? Oh ja, Sir. Der ehrenwerte Hofdichter Reginald Arthur Schnippel tritt immer bei der Gala auf. Und dieses Jahr hat er mich eingeladen, vor ihm aufzutreten und ein inspirierendes, humorvolles Stück Droidenpoesie vorzutragen. Droidenpoesie? Wie soll das denn gehen? Sehr gut, Sir. Reginald sagte, dass alles, was ich lese, lustig sei und die Leute auf jeden Fall lachen werden. Über dich oder mit dir? Oh, gibt es da einen Unterschied? Das dachte ich mir. Ja, ich mir auch. Erzähl mir mehr von Reginald. Sir Reginald Arthur Schnippel ist ein komödiantisches Genie. Tatsächlich? Er tritt bei der Ambitionsgala auf, seit es die Veranstaltung gibt und bringt die Menge jedes Mal dazu, vor Lachen vom Stuhl zu fallen. Das klingt wie ein echter Brüller.
Mit ihm zusammenzuarbeiten wäre eine große Ehre. Dann ist Reginald der Richtige für Inspirationen? Unbedingt. Sein Witz und seine Eingebungen sind berühmt. Und doch hat er dich gebeten, mit ihm aufzutreten? Ja, zum Vergleich. Oh. Verstehe. Mhm. Wo finde ich Reginald? Wahrscheinlich auf der Piazza, wo er sein lustiges Gedicht für heute Abend fertigstellt. Doch ich bin sein Diener, nicht sein Hirte, Sir. Alles klar, dann sollten wir zur Piazza gehen und mit Reginald reden. Könnte ich etwas von deiner Droidenpoesie hören? Ja, die Kritik eines Durchschnittsmenschen wäre hilfreich. Wenn du Durchschnitt willst, ist er der Richtige. Na, danke. Nach 148.606 Durchgängen habe ich die Kandidaten auf eine realistische Zahl reduziert. Hier ist Nummer 59. Es war in Ort O ein Herr H, dem Begebenheit B einst geschah. Faktor F folgt dann, was zu X führen kann. Und zur heiteren Konsequenz K. Ha, brillant! Bravo! Vielleicht etwas arg holzhammermäßig? Meine Güte, es geht doch nicht um Hämmer. Es ist eine Studie des Aufbaus eines Limericks in Form eines tatsächlichen Limericks. Überaus clever. Allerdings, das macht es ja so lustig. Absolut. Aber vorgetragen hat das gut, finde ich. Wenn ich dir etwas Inspiration für dein Gedicht verschaffe, nimmst du mich dann mit zur Gala? Sir, das wäre nur fair. Ich bin sicher, der Herr würde die Früchte dieser Inspiration beim Auftritt genießen. Mir wurde klar, wenn ich Tarquin mit seinem Gedicht half, würde er mich zur Gala bringen. Nur noch mal ganz klar, ich liefere dir einen Einfall, du verschaffst mir Eintritt. Einfall gegen Eintritt. Das ist recht raffiniert und auch noch ein Stabreim. Der Herr ist ein Genie. Ja, danke schön. Wenn das so ist, schaue ich mal, was ich finde. Wo finde ich Reginald? Wahrscheinlich auf der Piazza, wo er sein lustiges Gedicht für heute Abend fertigstellt. Und ich denke, da kriegen wir wahrscheinlich diese Inspiration. Wollten wir nicht sowieso auf die Piazza? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich wollte Willkommen. Irgendwas noch machen. Wohin möchten Sie? Für mich darf es die Piazza sein. Mit dem größten Vergnügen, Bürger Graham. Was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt auf der Piazza sind und doch mal mit Greta reden, denen wir ja das ganze Zeug anvertraut haben? Probieren wir mal aus. Das wäre interessant. Tarquins Meister Reginald hielt sich angeblich irgendwo hier auf. Ey, du kannst das Ding doch nicht einfach so treten. Alles in Ordnung. Bitte Bereich räumen, Bürger. Ah, interessant. Ob das noch wichtig ist, keine Ahnung, aber ja gut. So. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt im Kaffee ist. Hi. Es freut mich sehr, Sie wiederzusehen, Graham Grundy. Ganz meinerseits. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Danke. Nein. Bis. Mit nichts. Also, entweder Kaffee oder vielleicht da hinten. Wobei, das ist ja für diese Börsen, die Ambitionsdings nur. Union City wünscht allen Bürgern ein. Nee, dann hätte ich gesagt Kaffee. Weil im Museum glaube ich nicht, dass der sein wird. Seht dann hier schon irgendwo? Hurra! Ah! Ein Kunde. Bitte scannen Sie da ist er. Ich suchte einen exzentrischen Dichter und Reginald passte einfach perfekt. Und wir haben das Ding ja schon aufgemacht.
Hallo, Reginald. Verzeihung. Was? Ja, okay, wenn Sie darauf bestehen, ich habe Zeit für ein Selfie. Was? Ich verstehe das. Man begegnet dem ehrenwerten Hofdichter Reginald Arthur Schnippel schließlich nicht jeden Tag, nicht wahr? Nein, ich bin's. Graham Grundy. Ach ja, Grundy, der Held der Stunde. Ich habe das Gerücht gehört, dass Sie bei der Ambitionsgala heute Abend sprechen. Ah, wie kann das ein Gerücht sein, wenn es Joeys reine Wahrheit ist? Mir war in der Tat die Ehre zuteil, seit Einführung der Gala als Ihr Star aufzutreten. Dieses Jahr habe ich ein ganz besonderes Vergnügen für das Publikum. Oh, Sie meinen Tarquin und die Druidenpoesie? Dieses redselige, mechanische Juwel. Es hätte unser Geheimnis bleiben sollen. Ich sag's nicht weiter. Kommen Sie zur Gala? Würde ich gern. Aber ich habe nicht genug Kudos. Schade. Ich bereite dieses Jahr was zum Kichern vor. Keine Angst. Sie können es sich morgen ansehen, wenn das Meisterwerk gestreamt wird. Können Sie mich in die Ambitionsgala bringen? Ja. Guter Witz. Das ist mein Ernst. Meiner auch. Ich verstehe ja Ihre Enttäuschung, aber Sie können morgen die Aufzeichnung sehen. Nur nicht verzweifeln. Ja, wir brauchen die Inspiration. Reginald war nicht so kooperativ wie sein Butler. An die Gala-Tickets kam ich also nur mit Tarquins Hilfe. Aber das habe ich mir ehrlich gesagt schon gedacht. Ich habe mich schon immer gefragt, woher kommen Ihre Ideen? Oh, unten im Lila Viertel gibt es einen entzückenden kleinen Ideenladen. Wirklich? Aber nein. Ich demonstriere nur den geistigen Witz, den einige von uns besitzen. Tolle Musik, oder? Hierher komme ich am liebsten, um zu schreiben. Die Leute, die Getränke, die Musik, einfach perfekt. Niveauvolle Klänge, finden Sie nicht? Nur Geschmackssache, schätze ich. Was trinken Sie? Ah, mein heimliches Laster. Hemingway, Wilde, Yeats, Kanye, Schnippel. Eine Last, die wir alle tragen. Welchen Geschmack? Erdbeere. Würden Sie nicht lieber an einem privateren Ort arbeiten? Mein Freund, eine Blume wächst nicht im Dunkeln. Der Samen der Inspiration kann nur im Licht des Tages gedeihen. Und Kartoffeln? Die wachsen im Dunkeln. Was sind denn bitte Kartoffeln? Das, woraus man Pommes frites macht. Meine Güte! Als nächstes erzählen Sie mir, dass Ketchup an Reben wächst. Ich habe gerade mit Ihrem Droiden Tarquin geredet. Haha, er hat Sie doch nicht hergeschickt, um all meine guten Ideen zu stehlen, oder? Was? Natürlich nicht. Unter uns gesagt, kann ich es nicht erwarten, zu sehen, was einen Droiden inspirieren könnte. Darf ich Ihre Gedichte lesen? Hoho, dreist! Holen Sie mir erst ein Getränk. Okay, was nehmen Sie? Nur eine Redensart. Nein, Sie können sie nicht lesen, aber Sie hören sie heute Abend. Nur wenn ich auf die Gala komme. Haben Sie Tipps zum Gedichteschreiben für Tarquin? Ha! Was reimt sich auf hoffnungslos? Ich verstehe nicht, was daran hilfreich ist. Genau. Oh je, er glaubt, also er lässt seinen Druiden tatsächlich ziemlich fallen. Was, wenn ich sage, dass Tarquins Gedicht urkomisch ist? Scherzen Sie nicht über derlei Dinge, mein Lieber. Seine Dichtung wird in der Tat sehr amüsant sein. Jedoch nicht aufgrund irgendwelcher geistreichen Einfälle. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment ist bei mir dieser Drang, Tarquin zu helfen, gerade größer geworden. Nur um es ihm zu zeigen gerade. Ich suche nach etwas Inspiration fürs Gedichteschreiben.
Bitte, mein Lieber, verwechseln Sie diese üppigen Locken nicht mit denen einer Muse. Ich dachte nur, Sie könnten mir helfen. Bestimmt Hören nicht. Sie, ich bleibe beim Dichten und Sie bei was auch immer Sie tun. Ich könnte mir vorstellen, da müssen wir irgendwas mit der Musik machen. Damit der rauskommt und wir kommen in sein Ding rein, in sein sein Gedichtsbuch ran. Könnten Sie etwas von Ihrer Inspiration teilen? Aber nein, meine Geheimnisse sind sicher auf meinem Tablet und dort bleiben sie. Um erst bei meinem brillanten Vortrag bei der Gala heute Abend offenbart zu werden. Wir brauchen das Tablet. Ich will ein Genie nicht bei der Arbeit stören. Zu spät! Nee, der Drang, Reginald zu helfen. Ha, der ist gerade um einiges höher geworden. So, da haben wir das Ambitions-Gala-Gedicht und das private Gedicht. Aber wie kriegen wir das jetzt hier raus? Das ist die Tür-Dings. Das bringt nichts. Haben wir sonst noch irgendetwas, was war? Kaffeeterminal? Kann man das irgendwie? Ich habe ja jetzt nur diese zwei hier, richtig? Ja. Ich habe jetzt gehofft, dass ich das Gedicht irgendwie da rausstehlen könnte. Na gut, dann schauen wir mal. Scannen Sie zum Bestellen Ihren YouTube. Das Audiosystem. Über die Anlage ertönte im ganzen Café Musik. Vielleicht kriegen wir da was raus. Da ist diese Lounge-Musik. Da haben wir auch noch ein tragbares Musikgerät. Dann machen wir mal die Sachen hier austauschen. Mal sehen, was das bringt. Was ist das für ein Lärm? Willkommen, Bürger. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge Q-Dots in Ihrem YouTube. Willkommen, Bürger. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge. Willkommen. Ach, er kommt nicht raus. Sie haben aktuell. Willkommen, Bürger. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge. Er kommt gerade nicht mehr raus, anscheinend. Wir müssen es. Wie ist er dann überhaupt reingekommen? So, ich hab's doch geändert. Jetzt kommst du raus. Bürger. Droide, was soll diese furchtbare Musik, die in der so, VIP-Lounge tragbare Ambitionsgedicht. Nee, da kriege ich nichts rein. Verdammt, das ist noch das Türsystem. Und das Bankels-Dings ist auch was anderes hier. Verzeihung, Bürger. Wollen Sie das melden und beantragen, dass sich ein Techniker mit Ihrem Problem befasst? Natürlich! Ich möchte, dass das sofort behoben wird. Bestätigt. Ihr Antrag wurde registriert. Dieses Problem wird so bald wie möglich gelöst. Danke für Ihre Geduld. So, es kommt auf jeden Fall nicht mehr rein, aber wir kriegen. Wir können das natürlich jetzt noch umändern, aber was bringt das hier? Wir müssen das hier irgendwie wegkriegen hier. Also was das bringt, wüsste ich jetzt nicht, wenn man das hier Medienanzeigen, privates Gedicht oder auf Speicher zugreifen. Wir bräuchten irgendwie hier noch einen Speicher,
dass wir das irgendwie woanders hin drauf kriegen. Unbekannt. Aber ich habe jetzt nur dieses Dings und das war's. Das hier wäre halt das Richtige. Vielleicht, Moment mal. Kann ich mit ihr da draußen reden? Um sie vielleicht da reinzulocken? Bitte scannen Sie zum. Hey, hallo. Oh, hi. Stimmt was nicht? Ja, das Ding spinnt irgendwie rum. Oh, gerade eben ging es noch. Was hörst du denn da? Oh, die kennst du nicht. Sag doch, ich bin ziemlich hip. Hip? Du hast echt hip gesagt, oder? Ja. Sind deine Kopfhörer kaputt? Die funktionieren. Ätzend ist, was aus ihnen herauskommt. Spinnt dein Musikplayer immer noch rum? In der Tat. Stille wäre besser als das Zeug. Spinnt dein Musikplayer immer noch? In der Tat. Stille wäre besser als das Zeug. Was machst du hier? Sieht man doch. Ich bin Diagnostikerin. Diagnostikerin? Reparierst du etwa Sachen? Nein, Joey. Sie scannen das Problem nur. Und Minos behebt es. Ähnlich wie deine Hackernummer, Foster. Hey, mein Freund hackt Sachen für... Schon gut, Joey. Das interessiert die nette Dame doch gar nicht. Ja, wenn wir dieses Ding hätten, dann könnten wir das irgendwie draufkriegen. Spinnt dein Musik... In der Tat, Stille wäre best... Bis später. Dann bis dann. Aber dazu müsste ich den erst einmal irgendwie da hinkriegen. Dann habe ich es ja auch mal noch nicht drauf. Was passiert, wenn wir das wieder umschreiben? Hoppla, das war noch nicht... So, jetzt aber. Was passiert, wenn wir das wieder rummachen? Dann geht er wahrscheinlich zurück. Kann man in Ruhe kurz. Willkommen, Bürger. So, du kommst aber nicht mehr rein. Die benötigte Menge Bitte scannen Sie zum Bestellen Ihren U-Chip. Willkommen, Bürger. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge Kudos. Willkommen, Bürger. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge. Willkommen, Bürger. Sie haben aktuell. Willkommen, Bürger. Ja, die zwei würde ich wieder hinkriegen. Sie haben aktuell aber, nicht die benötigte Menge Kudos. Willkommen, Bürger. Union Sie City wünscht allen nicht Bürgern die benötigte Menge. Willkommen. Ich muss mir das mal überlegen, wie ich das da rauskriege. Sie haben aktuell. Wir müssen ja dieses Gedicht jetzt quasi von dem sein Terminal woanders hinmachen. Gehen würde entweder dieses Musikdings, dann würde das Ding vorgetragen, oder die Kopfhörer. Aber für beides ist er einfach zu weit weg. Vielleicht, wenn wir das Audiosystem nochmal umschreiben, vielleicht geht er dann dahin. Oder wir reden mit dem Druiden, vielleicht würde das funktionieren. Schauen wir mal. In der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.